Welchen Stellenwert hatte denn das Deutschsein in Kasachstan? Haben Sie zu Hause auch Deutsch Ja, gesprochen? auf jeden Fall bis 74. Meine Eltern haben immer gesagt, eines Tages wird das klappen, dass wir ausreisen. Innerhalb der Familie bis zur Schule wurde nur Deutsch gesprochen. Als wir dann zur Schule kamen, zuerst ich, dann meine Schwester, dann kam Russisch ins Spiel, wo wir dann zweisprachig gelebt haben. In der Familie weiter noch Deutsch, aber mit Freunden dann in der Schule Russisch. Und so ging es, bis wir dann, ja, bis wir gar nicht mehr so richtig Deutsch sein wollten, weil durch das Deutschsein hatten wir, ja, die ganze Filmpropaganda, die ganze sowjetische Propaganda gegen die Deutschen in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an das Leid, das durch den Zweiten Weltkrieg dem sowjetischen Volk zugestoßen war. Wir waren einfach nur Faschisten und dieses Gefühl hatte ich immer in mir gehabt. Und deshalb wollte ich, so äußerlich hat man uns das nicht angesehen, aber sobald man unseren Familiennamen preisgegeben hat, dann wusste jeder, dass wir, ja, dass wir Deutsche sind. Und wir lebten auch, 1963 sind wir noch in den Norden gezogen, Nordkasachstan, und da waren wenig Deutsche. Und in dem Ort, wo wir lebten, lebten vielleicht 2000 Einwohner, überwiegend Russen, und waren vielleicht zwei, drei Familien Deutsche. Und in der Schule, meine Schwester und ich, wir waren ziemlich, also auf 100 Kinder vielleicht zwei, und kenne noch eine Familie, die Deutsch waren. Und so, dass dieses, ja, dieses Ausleben des Deutschtums außerhalb der Familie war nicht so, ja, ich wollte es gar nicht. Und durch die ganze Schulzeit, unsere Eltern sagten immer, ihr seid Deutsche, ihr müsst einfach gute Schüler sein, damit ihr später einen guten Start ins Leben habt. Weil unsere Eltern, die haben, meine Mutter hatte keine Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu machen. Mein Vater hatte irgendwann erstmal Tischlerlehre gemacht und irgendwann hat er dann als Elektriker umgeschult. Und die Eltern wollten uns dieses Schicksal, das die selber hatten, ohne Beruf durchs Leben zu gehen, wollten ersparen. Und ja, wir waren gute Schüler. 1973 habe ich mein Abi gemacht in Nordkasachstan. Das heißt, nach 10 Schuljahren hat man da schon die Hochschulreife erreicht. Da konnte man an der Universität studieren. Und mein Wunsch war es, Deutschlehrerin zu werden. Und dann bei den Aufnahmeprüfungen hat es dann nicht geklappt, dass ich einen Studienplatz bekommen konnte. Und ein halbes Jahr später sind wir, also 1973 war das Abi, Versuch an der Uni sich einzuschreiben. Und 1974 im April durften wir ausreisen.